Ja, herzlich willkommen zum Pressbriefing vom Science Media Center. Heute geht es um das Thema, nach welchen Regeln die Covid-Patienten in Deutschland auf welche Kliniken verteilt werden, vor allem dann, wenn es knapp ist. Also ich begrüße natürlich die Journalisten und ganz herzlich auch die Experten, die sich heute Zeit für uns genommen haben. Zeit ist bei Ihnen allen dreien, glaube ich, zurzeit sehr, sehr knapp. Ich stelle Sie mal in alphabetischer Reihenfolge vor. Bei uns ist heute Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin. Bei uns ist heute auch Professor Uwe Janssens. Er ist Präsident der interdisziplinären Vereinigung der Intensiv- und Nothilfemedizin. Und er ist auch Chefarzt am St. Antonius Hospital in Eschweiler, was übrigens relativ nah an Heinsberg liegt. Darauf kommen wir später auch noch mal kurz zurück. Bei uns ist auch Herr Professor Weber Carstens. Er ist Sprecher des ARDS und ECMO-Zentrums an der Charité. Also wir erklären das sicher später noch mal genauer, was das ist. Aber ich glaube, man kann in Kürze sagen, da liegen sehr, sehr schwer kranke Menschen mit Lungenversagen und werden dort behandelt. Bevor wir starten, würde ich gerne ein paar Stichpunkte noch reinwerfen. Wir haben hier vor 3 Wochen schon mal zusammengesessen, hätte ich jetzt fast gesagt, also nicht in derselben Besetzung. Da ging es um die Vorbereitung der Krankenhäuser auf die Covid-Patienten. Damals hatten wir 1.300 positiv Getestete und hatten eine Handvoll Patienten auf den Intensivstationen. Heute haben wir 78.000 positiv Getestete und ungefähr nach DIVI-Register 2.200 Patienten auf den Intensivstationen. Das heißt, auch in den Krankenhäusern ist wahnsinnig viel passiert in der Zwischenzeit. Es wurden Pandemiepläne umgesetzt. Es wurde sich auf ein Worst-Case-Szenario vorbereitet, was auch unter anderem bedeutet hat, dass die ganzen Kommunikationsstrukturen etc. umgebaut sind, aufgebaut worden sind, einfach damit, wenn viele Patienten kommen, das dann auch zu bewältigen ist. Und jetzt ist es so, dass der Fokus allmählich auch so ein bisschen auf die Zeit vor die Krankenhauseinweisung rückt. Also die Frage, wie kommen denn nach welchen Regeln welche Kranken in welche Krankenhäuser? Und um es da schon mal vorweg zu sagen, das ahnen die meisten ja wahrscheinlich auch. Es gibt da keine Abstimmung zwischen den Bundesländern. Also da macht jeder so ein bisschen, was er für richtig hält. Und deswegen wollen wir heute also einmal klären, welche Konzepte gibt es denn eigentlich? Und was halten Sie, Experten von den unterschiedlichen Konzepten? Sollten denn eigentlich alle unterschiedliche Konzepte haben? Und was für Strukturen fehlen denn vielleicht auch, damit dann die großen Kapazitäten in Deutschland auch gut zu nutzen sind? Ganz kurz eine Sache noch zum Ablauf. Wir reden für ungefähr 15 Minuten und zu viert und nach 15 Minuten öffnen wir das Ganze für die Journalisten, die dann auch Fragen stellen können. Sie können das dann einfach in den Chat schreiben. Sie sehen alle Fragen und ich werde die dann stellen, wo es halt gerade reinpasst. Herr Professor Janssens, ich würde gerne bei Ihnen ganz konkret anfangen. Sie sind ja nicht nur Präsident der DIVI, sondern Sie leiten auch eine Intensivstation, die relativ in der Nähe von Heinsberg liegt. Heinsberg ist ja meines Wissens die einzige Stadt, die jemals vor der Situation gestanden hat, dass dort nicht alle Patienten mit Covid behandelt werden konnten. Die Intensivstationen waren ausgelastet. Können Sie mal erklären, was in dieser, wie es zu dieser Situation kam, beziehungsweise was dann passiert ist? Das ist ja jetzt schon diverse Zeit her. Das ist ja kurz nach Karneval gewesen. Wir erinnern uns. Vor Karneval gab es ja diese Kontamination in diesem Festzelt in Gangelt, 300 Leute. Und von da aus nahm das Ganze seinen Lauf. Am Karnevalsdienstag, das war im Ende Februar, ich glaube im 22., 23. Februar rum,
wurden wir informiert von der Städteregion Gesundheitsamt, dass es da wohl Verdacht gibt, dass die Person, die mittlerweile immer noch in der Uniklinik Aachen liegt, sich schwergradig erkrankt war. Und dass aber offensichtlich in den ganzen Karnevalstreiben im Rheinland das Ehepaar auch in Aachen unterwegs gewesen ist, diversen Karnevalsveranstaltungen, da natürlich sofort gesagt wurde, das ist natürlich jetzt unter Umständen, kann dazu führen, dass jetzt mit diesen Zeitverzögerungen von 7 Tage, da haben wir ja Infektionssymptom, dass es jetzt auf uns zurollt. Wir haben dann noch in der Nacht entsprechende Vorsichtsmaßnahmen in unserem Krankenhaus getroffen, in Aachen auch, in der Uniklinik, und haben uns darauf vorbereitet. Und dann kam tatsächlich nach und nach etwas, was mich sehr erstaunt hatte, muss man sagen, es waren ja 2 Krankenhäuser in Heinsberg, das ist ein Heinsberg-Krank- und ein anderes Krankenhaus, das sind Geilenkirchen, die wirklich stark zum Teil kontaminiert waren mit Patienten, also auch nicht intensivpflichtigen Patienten. Und da wurde doch zu dem damaligen Zeitpunkt schon klar, dass die Koordination jetzt des Abflusses der Patienten relativ schlecht war. Es gab eigentlich überhaupt keine Koordination. Die mussten die Ärzte vor Ort, tatsächlich wurden jeweils Ärzte abgestellt, den ganzen Tag mit beschäftigt waren, Patienten irgendwo hin zu verlegen, und haben überall immer angerufen, bis hin ins Ruhrgebiet, überall, und mussten da händisch quasi jedes Krankenhaus abtelefonieren nach Kapazitäten. Das wäre jetzt anders. Herr Weber-Carstens wird ja gleich was dazu sagen, ja, weil er ist ja einer der Protagonisten unseres fantastischen Intensivregisters von der DIVI. Jetzt könnten die schauen, in welcher Klinik in meiner näheren Umgebung ist eine Kapazität freigemeldet, und hätten sofort die Möglichkeit, gezielt ohne viel Zeitverlust hinzugehen. Ich glaube, das hat da gefehlt, und man hat sie tatsächlich auch von verschiedenen Strukturen bis hin zur Versorgung mit Schutzgeräten etc. Relativ lange so ein bisschen alleine gelassen. Wir haben immer solidarisch von der Städteregion, wo wir sind, ich habe immer tagtäglich aktiv angerufen, wir haben mehrere Patienten von denen auch übernommen, die dann auch bei uns weiterbehandelt worden sind. Da hat das im Miteinander wirklich gut geklappt. Also im Grunde das Untereinander der Kliniken, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, was regional sicherlich eine große Bedeutung hat, aber überregional einen ganz anderen Aspekt gewinnt, wenn wir an NRW-Überlastung Vorpommern vielleicht denken. Das werden wir in größeren Rahmenbedingungen denken. Ich glaube, die Kollegen Busse und Weber-Carstens werden da zu Konzepten noch was sagen. Hier hat das dann gut funktioniert. Es gab ja 2-mal pro Woche Krisenstellen mit Gesundheitsamt, Feuerwehr, mit allen möglichen Leuten. Man hat das dann schon koordinierend auf die 1, 2, 3, 4, 5 Kliniken. UK Aachen hat wahnsinnig viel Arbeit geleistet. Ja. Die Patienten, also die Schwerstkranken übernommen, das hat gut funktioniert. Die anderen sind dann nach Köln gegangen. Also die Schwerstkrankenabtransportierungen, die dann auch Beatmung oder sogar ECMO benötigten im einen oder anderen Fall, diese extrakorporalen Lungenersatz, von dem Sie schon gesprochen haben, das hat aus meiner Sicht gut funktioniert. Aber es war sehr viel händisch und es war sehr viel so untereinander, gute Kommunikation und helfen. So, also ja. Es war nicht so die zentrale Engagierte. Steuerung von der, ja. Ja, das, ja, das hat gut geklappt, aber so manchmal hätte man sich so ein bisschen mehr eine Steuerung so im Hintergrund gewünscht, so ein bisschen koordinierend so die Ströme leitet. Genau, also ich denke mal, das wird ja dann auch schwieriger, wenn viele Krankenhäuser überlastet sind. Die telefonieren dann ja alle, jetzt natürlich auch dann mit Register. Ich würde jetzt gerne einmal zu Herrn Busse kommen zum Thema Konzepte. Also jetzt haben wir gerade schon gehört, das ist da so irgendwie nochmal gut gegangen. Da haben sich viele Leute engagiert, haben sich ans Telefon gehangen, haben versucht, ihre Patienten irgendwie gut unterzubringen. Aber was steckt denn da für ein Konzept hinter in NRW? Beziehungsweise was für Konzepte sind denn bundesweit zur Verteilung der Patienten? Was gibt es denn da noch? Also vielleicht fange ich kurz mit einem Blick auf Europa an. Wir gucken ja tagesgenau, wie viele Patienten überhaupt in den Krankenhäusern sind, wie viele auf Intensivstationen sind. Jetzt so vor 2 Tagen in den 15 Ländern, für die wir Daten haben, ist jetzt die Grenze der Patienten, die sich auf Intensivstationen befinden, ist über 20.000 gegangen, und das ist exakt eine Verdoppelung innerhalb von einer Woche. Und wir sehen eigentlich auch in anderen Ländern natürlich regionale Ballungen, also insbesondere in Italien rund um Bergamo. Ein Problem haben die auch sozusagen der überregionalen Verteilung, weil viele Gesundheitssysteme sind regional orientiert und die denken erstmal auch nur in den Strukturen ihrer Region. Die haben allerdings innerhalb der Region meistens klarere Zuordnungen. Also in Bergamo gibt es dann das eine Krankenhaus, wo sozusagen die Last anfällt, aber jeder Patient weiß auch, ich muss dahin, und die wissen, die müssen sich weiter drum kümmern. Wir haben in Deutschland ja
sozusagen vielschichtiges Problem. Sie haben sehr, sehr viele Krankenhäuser, die normalerweise sich in Konkurrenz miteinander befinden, und die müssen sich erstmal auf regionaler Ebene finden, entweder freiwillig oder von oben, komme ich gleich drauf. Und wir haben dann natürlich nach oben das überregionale Problem, was sie in Frankreich haben, wenn sie jetzt Patienten aus Paris in die Bretagne verbringen, haben die natürlich auch. Also man braucht sozusagen eine Koordinierung auf den verschiedenen Stufen. Und das wird in Deutschland sozusagen, wir hören ja mit dem DIVI-Register, zu dem wir schon was gehört haben, zu dem wir vielleicht nochmal kommen, das ist ja sozusagen eine Bottom-up-Initiative, dass die Kliniker, wie Kollege Janssens angefangen haben, zu sagen, es kann doch nicht sein, dass wir ständig rumtelefonieren müssen. Aber auch die Bundesländer, ehrlich gesagt, wenn ich das beobachte, behandeln zum Teil noch Covid so wie eine normale Erkrankung und sagen, naja, die Patienten haben die Wahl des Krankenhauses, sozusagen als ob der einzelne Betroffene erst auf der Webseite guckt und sich ein Krankenhaus aussuchen soll. Das ist natürlich ein Unding, sondern wäre jetzt eigentlich mal eine prototypische Erkrankung, wo man sagt, wir müssen das vorgeben. Es gibt zwei Beispiele, die ich kurz erwähnen möchte. In Mecklenburg-Vorpommern hat man jetzt ganz klar gesagt, wir teilen Mecklenburg-Vorpommern in 4, neudeutsch Cluster genannt, also in 4 Regionen ein. Es gibt in jeder Region genau ein Krankenhaus, was leitet. Und alle Patienten sozusagen laufen, oder die Anmeldung läuft über diese Krankenhäuser in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Greifswald. Die kooperieren jeweils mit den kleineren Häusern in ihrer Umgebung und verteilen die Patienten in diesem Bereich. Und als Überlaufkrankenhäuser für die Nicht-Covid-Patienten, also wenn dann die Krankenhäuser die Covid-Patienten aufnehmen, wenn die andere Patienten verlegen müssen, steht in jeder Region eine Reha-Klinik bereit, die dann sozusagen umgerüstet wird für normale Patienten, die halt nicht an Corona betroffen sind. Das ist ein Konzept. Das andere Konzept ist so ein bisschen eine Pyramide, wo man sagt, der Zugang ist zwar, das werden wir ja auch gleich von Berlin, denke ich, noch hören, wo man sagt, der Zugang ist zwar in verschiedene Häuser möglich, aber die fachliche Expertise steht von oben, sozusagen von der Pyramidenspitze bereit, und dahin werden auch die Schwerstkranken verlegt und die anderen kriegen Unterstützung. Das ist ja das, was man jetzt publikumswirksam, sage ich mal, von Herrn Laschet auch in Nordrhein-Westfalen gesehen hat, die telemedizinische Unterstützung, die aber eben keine Koordinierung der Behandlung ist, sondern nur die fachliche Expertise. Okay, dann ist das mit dem letzten Modell, mit dieser Pyramide, sprechen Sie auch auf Berlin an, nehme ich an, mit diesem gestaffelten Modell, ne? Die Kollegen, mit denen wir ja auch eng zusammenarbeiten, dieses Pyramidenkonzept ist auch das Pyramidenkonzept, und man hat ja zwei Bestandteile. Dass man einerseits sagt, es gibt das Spitzenzentrum, die bieten die Expertise an, sind gleichzeitig für die schwerstkranken Patienten da, aber es gibt auch Pyramide, Krankenhäuser, die möglichst freigehalten werden sollen. Also da läuft das nordrhein-westfälische Modell, dass ich freie Krankenhäuser habe, läuft dem diametral gegenüber, weil dann könnten die Patienten in allen Krankenhäusern aufschlagen und wir haben in allen Krankenhäusern das Problem, die Infizierten von den anderen zu trennen. Mhm. Deswegen sinnvoll ist, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns, solange die Fallzahlen das erlauben, halt auf bestimmte Krankenhäuser und die Nicht-Infizierten gehen in andere. Okay, super, genau. Also Herr Weber-Carstens, da sind wir ja im Grunde genommen schon direkt bei Ihnen. Vielleicht erklären Sie einmal ganz kurz, was ist das ARDS-ECMO-Zentrum der Charité und auch Ihre Rolle in diesem Berliner Modell, das Safe Berlin heißt? Ja, sehr gerne. Wir haben uns oder in der, das wird aus dem DIVI-Register auch sehr klar, dass es in Deutschland durchaus verteilt Schwerpunktzentren gibt, die Patienten im akuten Lungenversagen ARDS behandeln, ne? Und auch mit einer entsprechenden Expertise und auch mit einem entsprechenden Durchsatz von Patienten. Sodass es tatsächlich über die Bundesrepublik verteilt gibt, regional durchaus ARDS-ECMO-Zentren.
ECMO bedeutet extrakorporale Membranoxygenierung, wo man eine künstliche Lunge noch einschalten kann. Diese Kapazitäten stehen zur Verfügung über die Fläche in Deutschland verteilt, aber das sind eben nicht hunderte Kliniken, sondern wenn man tatsächlich die Schwerpunktzentren nimmt, dann muss man sagen, sind es vielleicht 15 bis 20. Ne? Wir haben uns das vor einem Jahr oder zu Beginn 2019 in der Charité auch interdisziplinär zusammengetan, einfach schlichtweg auch, um die Ressourcen besser nutzen zu können, um auch die Inhalte besser verteilen zu können, und haben ein interdisziplinäres ARDS ECMO-Zentrum gegründet, wo die Klinik für Pneumologie beteiligt ist, die internistische Intensivmedizin beteiligt ist und die Klinik für Anästhesiologie mit der Intensivmedizin beteiligt ist. Und wir akquirieren für diesen Bereich aus Berlin und Brandenburg und MacPom auch über die Jahre hinweg tatsächlich aus all diesen Bereichen Patienten für diese Schwerpunktbehandlung. Das ist ein etabliertes Modell gewesen, und da haben wir praktisch auch eine entsprechende Geschäftsordnung aufgesetzt, und da bin ich im Moment der Sprecher. Und wir haben dann, um jetzt zu dem Modell in Berlin zu kommen, wir haben vor, wann war das, 3 Wochen, auch dann eine Initiative ergriffen oder gestartet und mit Hilfe des Senats dann und den Beteiligten der verschiedenen Krankenhausträgern dann eben ein gemeinschaftliches Konzept erarbeitet, das Safe Berlin Konzept, wo im Moment 18 Schwerpunktplankrankenhäuser beteiligt sind in der initialen Planung, initialen Versorgung plus die Charité. Und wir haben in diesem Netzwerk 3 Level von intensivmedizinischer Versorgung definiert. Das ist einmal Level 1, das wäre tatsächlich Versorgung der Schwerstkranken. Und da geht es vor allen Dingen auch um das Sortieren derjenigen, die vielleicht von einem Extrakorporalverfahren profitieren, dass man diese Patienten entsprechend dann auch zuweisen kann und dem Verfahren auch tatsächlich dem Patienten das Verfahren zur Verfügung stellen kann. Dann gibt es Level 2 Kliniken, das sind alles große Schwerpunktkrankenhäuser, die eine Hightech-Intensivmedizin bieten, die auch eine Behandlung von Patienten im akuten Lungenversagen bieten können. Einige wenige machen in einem gewissen Rahmen auch Extrakorporalverfahren, aber das Wesentliche ist dort eben tatsächlich ein entsprechendes Beatmungskonzept, Lagerungskonzept, ein Gesamtkonzept für die Behandlung dieser Patienten. Und dann haben wir Level 3 Kliniken, auch das sind Akutversorger, auch das sind sehr spezialisierte Kliniken, die auch natürlich eine entsprechende fachliche Perspektive aufweisen, aber die wir in den ersten Rutsch jetzt als Covid-Krankenhäuser freigelassen haben, sodass wir tatsächlich in der Pyramide gesagt haben, wir haben definiert Kliniken, die jetzt schwerpunktmäßig Covid-Patienten aufnehmen. Und wir haben aber auch in den Level-3-Kliniken Schwerpunktskliniken, die eben Covid-frei bleiben, um auch eine normale Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Ne? Das ist ja bei in der Gesamtheit, muss man das wirklich betrachten, dass wir immer, wenn wir von Zahlen reden, auch einen klaren Proporz für die Patientenversorgung derjenigen haben, die nicht Covid sind und die trotzdem eine Akutversorgung brauchen. Das ist in diesem Konzept auch berücksichtigt. Und was wir dann gemacht haben, dass wir tatsächlich eine zentrale Leitstelle, und die geht über die Covid-Koordinierungsstelle in der Charité, da ist eine Nummer geschaltet für Gesamt-Berlin, und wir haben uns mittlerweile auch mit Brandenburg vernetzt, wenn es um Zuweisung von Schwerstkranken aus dem Land Brandenburg nach Berlin kommen soll, dann gibt es genau eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Die verteilt sich auf 8 Apparate, da sind rund um die Uhr, sitzt dahinter ein komplettes Team, die dann die Koordination der Patientenströme auch macht. Das bedeutet nicht, dass alle Patienten in die Charité verlegt werden, sondern dass man einfach nach Sinn und Verstand eben gerade die vielleicht noch nicht von der Schwerpunktversorgung / ECMO, denn die Patienten, die diesen nicht bedürfen, dass man die eben in diese Level-2-Kliniken verlegt, sodass wir pyramidenmäßig tatsächlich auch entsprechend die Kapazitäten füllen und das, solange das geht, in einem koordinierten Prozess gestalten. Okay, also Entschuldigung, ich wollte, wir müssen gleich mal für die Journalisten öffnen. Ich wollte auch gleich noch eine weitere Frage stellen, währenddessen vielleicht die Journalisten schon anfangen können, ihre Fragen zu formulieren. Auf die Vorteile ihres Konzeptes im Detail, glaube ich, kommen wir später auch nochmal zurück. Ich denke, da haben die Journalisten auch noch viele Fragen zu. Aber ich würde das gerne noch abrunden mit einer Frage an Herrn Janssen. Herr Janssen, es ist ja so, dass Sie sagen, gute Länderkonzepte sind eine gute Sache, aber es fehlt Ihnen, haben Sie diese Woche gesagt, auch noch ein bisschen ein Deckel obendrauf, eine Struktur, die im
Ernstfall auch die Möglichkeit hat, überregional, also das heißt von einer zentralen Stelle aus, Patienten hin und her verteilt, beziehungsweise gegebenenfalls sogar Personal und Schutzkleidung. Genau, das, was Herr Weber-Karsten ja in Berlin ja mit seinen Kollegen hervorragend, finde ich, das organisiert hat, wird zum Beispiel hier in der Region ähnlich, aber nicht über so eine tolle Telefonnummer geregelt, aber tatsächlich im Verbund auch so geregelt. Wir haben auch dieses Pyramidenkonzept Uni Aachen, haben aber noch andere Kliniken in Düsseldorf und Köln im Background, die uns quasi diese maximale Pyramide abfedern, wenn es um ECMO und diese Verfahren geht. Und wir selber sind so ein Level-2-Zentrum, welches die gesamte Behandlung durchfährt. Ganz überregional war ja die Idee auch von uns aus, dass wir gesagt haben, es ist gut, dass es Berlin gibt, aber wenn wir NRW sind, sind wir natürlich von Berlin very remote, wir sind halt weit weg. Eine darüber gelegene Struktur müsste diese Exzellenzen, die da punktuell in einzelnen Bereichen sind, vernetzen. Das ist auch offensichtlich vom BMG, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, die haben sich tatsächlich an uns gewandt, auch übernommen worden. Da wird im Moment an einer Struktur gearbeitet, genau die guten Elemente, die wir regional haben. Stichwort auch Hessen beispielsweise, hat mir der Kollege Graf vom Universitätsklinikum Frankfurt auch gesagt, sind die auch sehr gut durchorganisiert, gestrafft, auch mit so Kliniken, so wie Herr Weber-Karstens das gezeichnet hat. Und wenn wir aber aus dem Länderverband in den Überländerverband, da müssen wir wahrscheinlich an der Stelle einen draufsetzen, der dann wirklich von oben wie eine Drohne runterschaut und dann die Koordinierung, und Herr Busse hat ja schon so ein bisschen genickt, das so ein bisschen übernimmt. Da ist das BMG, glaube ich, jetzt mit involviert, der Bundesministerium für Verteidigung und das Bundesministerium für Innern. Das wird jetzt im Moment zusammengefügt und ich glaube relativ rasch mit auch der Koordinierung mit der DIVI, die da jetzt auch schon mit an Bord geholt worden ist, plus das Intensivregister, was am Laufen ist, da eine zentrale Koordinierung und damit nicht die Entmachtung der einzelnen fantastisch funktionierenden Systeme wie in Berlin. Solange das in Berlin gut läuft, besteht ja keine Notwendigkeit, jetzt an Mecklenburg-Vorpommern zu denken oder an Schleswig-Holstein, wo ja auch noch Kapazitäten sind. Aber immer im Blick halten, wo die Kapazitäten sind und wenn die anfangen aufzubauen, schon die nächste Ebene reinschalten, dass man schon frühzeitig weiß, wohin geht die Reise morgen, übermorgen. Das können wir mit dem Register, mit der Vorhersage ja auch schon ganz gut sehen. Da werden ja auch eingegeben, wo stehen wir morgen? Haben wir überhaupt morgen noch die Kapazitäten? Und kann man planen, dann kann man sagen, okay, morgen müssen wir vielleicht doch Schleswig-Holstein reinnehmen, so in das übergeordnete Konzept. Ich sage noch mal ganz kurz was zu dem Register. Ich denke, dass alle Journalisten das inzwischen selber schon angeschaut haben, aber es gibt von der DIVI eine Website mit öffentlich einsehbaren Karten und Daten, wo ganz deutlich wird, welche Kliniken haben noch Kapazitäten, wo sind aber auch die Hotspots in Deutschland. Das können Sie vielleicht, Herr Janssens, nochmal erklären. Wo sind denn aktuell die Hotspots in Deutschland? Wo ist schon wirklich richtig viel los und wo herrscht noch Ruhe? Also wenn wir jetzt einfach mal in Nordrhein-Westfalen reingehen, ich glaube, ich rufe mir mal parallel kurz die Karten aus, da sehen wir tatsächlich, dass wir hier natürlich schon jetzt in Köln, kann man schon genau erkennen, da tut sich einiges. Da haben wir schon viele Kliniken mit aktuell liegenden Covid-Patienten. Dann haben wir natürlich hier den Aachener Raum, Heinsberg, die Kliniken. Dann haben wir zwischendurch aber schon in der Nähe von uns Kliniken, die sind grün gemeldet. Die wären für uns, die sind gar nicht so weit weg beispielsweise, 50, 60 Kilometer noch, die wir ansteuern können, die tatsächlich Kapazitäten hätten. Wenn wir dann in den Osten ein bisschen reingehen, in NRW, dann sehen wir, dass wir dann immer weniger Krankenhäuser haben, die jetzt zum Beispiel größer gleich 10 Covid-Patienten haben. Und so entwickelt sich das, wenn man nach Berlin jetzt schaut, da sieht man tatsächlich auch die Charité, die jetzt aktuell, ich darf das mal sagen, Herr Weber-Kass, offensichtlich 29 Covid-Patienten aktuell betreut. Und dann sehen wir aber wirklich eine Menge an Krankenhäusern in der Umgebung, und zwar sogar sehr zentral, die frei sind, die derzeit theoretisch in ihrem Konzept Safe Berlin durchaus Kapazitäten haben. Das heißt, ich sehe für Berlin im Moment, da werden Sie mir recht geben, gar keine Notwendigkeit, dass Sie jetzt auf überregional zugreifen. Oder wie sehen Sie das, Herr Weber-Karsten? Ich muss eine Journalistenfrage jetzt schon mal einflechten, sonst kommen wir, glaube ich, hier
nicht durch, und zwar direkt auch dazu, zu dem Thema, wie gut können schwerkranke Patienten transportiert werden, auch über weite Distanzen. Welche Patienten eignen sich am ehesten für Verlegungen, wenn es in einem Krankenhaus voll wird? Oder verlegt man besser Personal und Material? Wer von Ihnen möchte dazu was sagen? Dazu kann ich was sagen. Also grundsätzlich ist es schon möglich, dass auch schwerkranke Patienten, auch diese schwerkranken Patienten verlegt werden können. In diesen vorhin angesprochenen großen Zentren gibt es spezielle Teams zum Beispiel dafür, die diese Patienten auch transportieren, in der Regel sozusagen dann in die eigene Klinik bringen, aber auch natürlich wegtransportieren könnten. Also man kann auch tatsächlich schwerstkranke Patienten, die dann vielleicht in einem übergeordneten regionalen Zentrum ein extra Korporalverfahren brauchen, die sind transportierbar mit speziellen Teams. Das zeichnet eben diese großen Zentren aus, dass sie diese Teams vorhalten. Ansonsten ist es so, wenn wir einfach jetzt darüber nachdenken, wie kriegen wir eine homogene Verteilung auch und auch Belegen der Kapazitäten hin, dann macht es schon Sinn, dass man, und das kann man auch definieren, dass man jetzt tatsächlich Patienten nimmt, auch die man transportiert, die tatsächlich in dem mittleren Level erkrankt sind und die nicht so schwer krank sind, falls die Kapazitäten für die Schwerstkranken in den anderen Häusern gegeben sind. Das würde sehr viel Sinn machen, aber das sind Patienten, die transportierbar sind, die sind Luft- und bodengebunden, sind die transportierbar. Ich darf noch vielleicht ergänzen, ganz, ganz kurz, ganz schnell noch. Wir haben auch so Konzepte, dass wir sagen, okay, wir nehmen akut kranken Patienten auf, der ist noch gar nicht ECMO-pflichtig, und wir verlegen stattdessen einen zum Beispiel, der schon stabilisiert ist, und versuchen damit den Patienten aus einer akuten, in der akuten Gefahr, Transportgefahr wegzuhalten, und verlegen einen schon stabilisierten Patienten zur weiteren Betreuung in eine Klinik, die mit uns kooperiert. Das sind ja auch so Konzepte, die man auch ganz gut machen kann. Ja. Okay, jetzt gibt es noch eine technische Frage sozusagen. Wie viele Kliniken nehmen zurzeit am DIVI-Register teil und wie viele fehlen noch und warum? Da kann ich kurz was zu sagen. Wie gesagt, wir haben das DIVI-Register ja aus dem alten ARDS-Netzwerkregister aus der Sektion Respiratorisches Versagen der DIVI, Herr Karagelinidis und ich, vor 4 Wochen, glaube ich, wieder ins Leben gerufen. Und dafür ist es an sich wirklich grandios, dass aktuell 975 intensivmedizinischen Stationen melden, und wir erwarten, oder das ist das, was in der DIVI registriert ist, 1200 Kliniken, sodass wir fast bei 100% sind. Ne? Also wir entwickeln uns dahin. Wir hatten jetzt Anfang der Woche nochmal einen Aufruf gestartet. Wir haben wieder mehr Kliniken, die eingeben. Das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr toll, ne? Und wirklich grandios, dass es so passiert. Das ist ja auch in NRW ist es jetzt zur Verpflichtung geworden. Herr Laumann hat das gestern als Erlass rausgegeben. Die NRW-Kliniken müssen jetzt daran teilnehmen. Das ist wirklich gut, und vielleicht folgen einige andere Bundesländer dem Vorbild. Wir freuen uns da richtig drüber, ja? Ja, das glaube ich. Ich meine, es ist auch freiwillig ja schon sehr stark gewachsen, muss man sagen. Ne? Hier kommt eine Frage. Wissen wir, wie viele Patienten verstorben sind und wo? Interessant, da haben wir vorhin kurz vorher schon drüber gesprochen, ne? Ja, also genau, also wir haben zumindest für die Intensivmedizin aus dem Register haben wir einen Anteil, auch das reportieren wir, ne, dass von diesen jetzt im Moment 2140 Patienten sind im Moment 309 Patienten für heute Morgen als verstorben, auf Intensivstationen verstorben. Ne, das wissen wir, und da wissen wir natürlich auch wo. Andere Patienten, Herr Janssens, können Sie vielleicht auch noch was zu sagen. Wir haben sicherlich auch Patienten, die im Vorfeld auch ältere Patienten auch für sich festgelegt haben, dass sie keine intensivmedizinische Behandlung mehr wollen. Das gibt es ja auch, sodass auch in den Bereichen durchaus Menschen eben versterben, ne? Auch bewusst. Wir haben auch gestern in Deutschland schon vorgestern gesehen, durch diese in den Medien sehr Aufmerksamkeit erreichten Todeszahlen in Altenheimen. Es ist durchaus so, dass durchaus denkbar ist, das vermute ich, das kann ich aber jetzt nicht belegen, dass hier schon im Vorfeld Festlegungen getroffen worden sind, dass diese Patienten halt nicht in eine Klinik kommen. Wir haben übrigens auch schon Patienten aus anderen Krankenhäusern übernommen, die ganz kleine Therapiezielimitierung für sich festgemacht haben. Die sind dann gar nicht auf die Intensiv gegangen, sondern sind medizinisch versorgt worden, und als es dann irgendwie nicht mehr weiterging, dann palliativmedizinisch weiter betreut worden. Also das sind dann auch Todesfälle, die zum Teil auch außerhalb einer Intensivstation auch
tatsächlich geplant in Übereinstimmung mit dem Patientenwillen getroffen werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch sehen, dass wir nicht so zufällige Todesfälle irgendwo haben, sondern diese Todesfälle, die jetzt nicht auf Intensivstationen registriert sind, die haben schon ihren Vorlauf, ihre Begründung und die sehen halt keine Intensivstation mehr, weil es wahrscheinlich in dem einen oder anderen Fall auch keine Indikation mehr für eine Intensivtherapie gab. Das kann man zunächst mal so erklären, ja. Also es geht hier um die Differenz, ne? Also wir haben ungefähr 1000 Tote und 300 sind von den Intensivstationen gemeldet, 700 sind woanders gestorben und im Moment gibt es meines Wissens noch keine klaren Zahlen darüber, wo die gestorben sind. Hier steht, werden in dem Divi-Register angegeben, wie viele Beatmungsgeräte, also für invasive Beatmung und andere Beatmung benötigt werden. Wir haben das, was wir im Moment im Divi-Register haben, zum Stand jetzt, dass wir Kapazitäten erfassen und wir erfassen Kapazitäten von Beatmungsplätzen, ne, von auch tatsächlich geschaffenen Beatmungsplätzen in einer unterschiedlichen Spezifizierung. Wir erfassen nicht einzelne Beatmungsgeräte dergleichen, sondern wir erfassen die Kapazität des kompletten Behandlungsplatzes, ne, und ich glaube, das macht auch an dieser Stelle sehr viel Sinn. Und da kann ich auch von heute, ich gucke gerade mal auf die Zahlen, auch reportieren, dass wir am Ende, wir haben so eine Frage in dem Register drin, das ist sicherlich ein bisschen subjektive Einschätzung, was können die Kliniken, wenn wir jetzt sagen, was können die Kliniken innerhalb von 24 Stunden an freien Behandlungsplätzen generieren, dann steht hier eine Zahl von 8770, die wir add-on, wo die Kliniken es so einschätzt, dass man add-on diese Kapazität erschließen kann. Ne? Und wir haben im Moment auch noch eine aktuell dort auch angegebene Kapazität von 9000 frei in Deutschland, ne, von 9000 freien Intensivbehandlungsplätzen. Das heißt, wir haben eine enorme Kapazität, die wir, die regional natürlich unterschiedlich ist, ist klar, aber die wir nutzen können. Ne? Aber bei diesen 9000, Entschuldigung, ich habe da nämlich bei den Daten auch schon mal mich gefragt, wo sehe ich denn die Plätze mit invasiver Beatmung? Sind das diese High-Care-Plätze, die haben automatisch invasive Beatmung, ne? Genau, wir haben sozusagen Low-Care, High-Care und ECMO unterschieden. Low-Care ist ein Bereich, wo ich nicht invasive Beatmung durchführen kann, um das abzukürzen. Und High-Care ist dann praktisch ein Bereich, wo ich die volle Intensivmedizin machen kann. Und ECMO ist praktisch die volle Intensivmedizin plus ein Extrakorporalverfahren. So ist die Abstufung. Okay. Man darf ja nicht vergessen, wir betreuen nicht nur Covid-19-Patienten, wir müssen auch die anderen akut erkrankten auch. Deshalb haben wir zum Beispiel andere Kliniken auch neue Bereiche aufgemacht, die wir jetzt als Low-Care-Intensivstation 24/7 also durchlaufen lassen mit dem entsprechenden Monitoring, wo aber ganz klar ist, da sind keine Beatmungsfälle in dem Sinne, sondern nur nicht invasive Beatmung. Und die trennen wir dann auch wieder räumlich ab, komplett, und zwar auf unterschiedlichen Etagen, das machen viele Kliniken so, von den Covid-Patienten, ja. Damit wir auch hier nicht auch noch eine Co-Infektion haben. War ja in Italien ein Riesenproblem. Sind alle Rums reingekommen, haben sich alle gegenseitig durchinfiziert. Also auch die gar nichts hatten, ja, haben einen Herzinfarkt gehabt, nächsten Tag hat sie Covid gehabt. Und das ist ja ein Riesenproblem gewesen. Diese Koordinierung, daraus haben wir schon viel gelernt. Das trennen viele Kliniken schon sehr, sehr genau im Eingangsbereich. Und da wird schon direkt nach links und nach rechts umgeleitet. Das ist schon ein ganz großer Vorteil, den wir in Italien gelernt haben, das war das größte Drama da, dass sie da so unkoordiniert rein sind. Ja. Das ist ein wirklich ganz extrem wichtiger Punkt, dass wir in der Intensivmedizin insgesamt überall sehr genau darauf hingucken, dass wir so ein Containment machen, ne? Dass wir freie Bereiche und Covid-Bereiche haben. Das ist, glaube ich, in allen Bundesländern, in allen großen Zentren im Moment praktisch die Praxis. Ne? Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Ne? Okay, jetzt gibt es eine Frage, ich glaube, die könnte an Herrn Busse gehen. Warum gab es denn bislang noch nie ein solches bundesweites Verteilungsnetz? Also man hätte sowas ja auch schon längst aufbauen können. Wieso gibt es das nicht? Naja, da lachen zwei. Ich lache auch ein bisschen, weil ich meine, das ist natürlich sozusagen genau eines der Grundprobleme des deutschen Krankenhaussektors. Das muss man einfach sagen. Das wird sicherlich auch eine der Dinge sein, die hinterher wieder auf die Tagesordnung kommen, dass wir Krankenhäuser als wirtschaftliche Einheiten betrachten und das Kartellamt bei Fusionen ja auch immer guckt, haben die Patienten genügend Wettbewerb und so weiter.
dass also die Kooperation, die wir jetzt nicht nur sehen, sondern die jetzt total notwendig ist, dass das systemwidrig ist unter normalen. Das ist gut, ja. Und das ist ja einer der Punkte auch, die halt, wie wir ja immer darauf hingewiesen haben, wir haben sehr, sehr viele Krankenhäuser, die wuseln alle nebeneinander her, behandeln auch für normalen Zeiten eigentlich Dinge, für die sie gar nicht richtig qualifiziert sind, technisch und personell. Und jetzt haben wir das wie im Brennglas und plötzlich kommt es uns, dass wir sagen, ja, eigentlich müssten die kooperieren. Ich hoffe, dass wir natürlich diesen Kooperationsgeist auch auf die Nach-Covid-Zeit übertragen und auf andere Krankheiten anwenden. Wir haben ja jetzt zum Teil schon die Leute, die sagen, der Busse hat irgendwie Unrecht. Wir brauchen diese ganzen vielen Krankenhäuser. Aber natürlich wichtiger wäre, sich zu überlegen, wer macht was und wo sind wirklich die qualifizierten Krankenhäuser und wie viele brauchen wir davon für die verschiedenen Krankheiten. Finde ich super. Ich passe direkt die nächste Frage sehr gut zu. Die Frage ist, man nimmt ja, wenn man jetzt das großflächig verteilt, den Krankenhausmanagern, Klammern auch den Privaten, Klammer zu, das Ruder aus der Hand und sagt so, der Patient geht aber nicht mehr zu dir, der geht da oben hin. Ist das ein rechtliches Problem auch? Naja, also das, wir sehen das ja, das Extrembeispiel war sicherlich die in der letzten Woche, dass die Schönkliniken gesagt haben, naja, wenn wir dem Rat des BMG folgen und keine elektiven Patienten mehr aufnehmen können, dann haben wir ja nichts zu tun und schicken unser Personal in Kurzarbeit. Das ist ja sozusagen das extremste Beispiel gewesen, wo man sieht, wie weit die Autonomie der Krankenhäuser gehen sollte. Da würde natürlich jeder sagen, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen die Krankenhausplanung, die ja in vielen Bundesländern eigentlich einfach nur ein Verzeichnis der Krankenhäuser ist, wo drinsteht, was die machen, was gar nichts mit Planung zu tun hat, dass wir jetzt hinterher gelernt haben, das geht so nicht. Wir müssen jetzt wirklich in der Zukunft mal sagen, welches Krankenhaus darf welche Leistung, also welche Patienten denn wirklich behandeln und daran müssen die sich halten. Und wenn sie die Lizenz haben, ein Krankenhaus zu sein, die privaten Krankenhausbetreiber, dann müssen sie innerhalb der Aufgaben handeln, die ihnen da übertragen worden ist und nicht nur das machen, was sie möchten. Darf ich da kurz einhaken? Weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Auch nochmal aus dem Beispiel des Berliner Netzwerks. Ne? Wir haben, und das ist auch im Vorfeld sozusagen in den letzten 2 Jahren entstanden, ein großartiges Versorgungsforschungsprojekt, wo wir von Frau Professor Spieß sozusagen initiiert worden ist. Und wir haben ein telemedizinisches Netzwerk in Berlin, das wir aktuell tatsächlich auch auf diese ganzen Stationen ausweiten. Da sind ein etabliertes Netzwerk mit 12 Kliniken, das es gibt und ist sozusagen wird gerade aufgebaut, um diese komplett Berlin zu erfassen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Was die ja jeden Tag machen, ist, dass die mit den Stationen im Kontakt sind und dass man eine telemedizinische Visite macht. Und das wird auch von den beteiligten Kliniken extrem gut angenommen, wo es genau darum geht, vielleicht auch den Punkt zu finden, wann muss ein Patient wirklich nach oben abverlegt werden oder kann ein Patient dort in dieser Klinik, wo er herkommt, weiter behandelt werden. Das bedeutet deswegen nicht immer, der Patient muss aus dem anderen Krankenhaus rausgeholt werden und die haben keine Kontrolle mehr darüber, sondern ich glaube, es macht neben diesen ganzen Kapazitäten, Erfassung und so weiter, macht es wirklich Sinn, dass wir auf einer inhaltlichen Ebene uns vernetzen und dann mit Hilfe von solchen Modellen Telemedizin eben das inhaltlich so gestalten können, dass Patienten auch in den anderen Kliniken bleiben können. Ne? Ich wollte noch mal ein bisschen, musste noch mal was addieren. Es ist ja so gewesen, dass im Vorfeld, wie schon der Appell des Bundesministeriums für Gesundheit, Herrn Spahn, kam, die operativen Kapazitäten runterzufahren. Gleichzeitig waren die Personalpflegeuntergrenzen ausgehoben worden. Das war ja eine der ersten Maßnahmen. Haben wir doch beobachtet, dass bei privaten Betreibern, ich nenne jetzt keine Namen, die sind aber alle bekannt, lustig weiter in dem Modusverfahren wurde, ganz im Gegenteil, Elektivprogramm nach oben geschraubt wurde, nach dem Motto, jetzt können wir. Und tatsächlich überhaupt keine Maßnahmen ergriffen worden, die wir zum Beispiel vor 4 Wochen, 5 Wochen ergriffen haben, Runterfahren der Kapazitäten, Flachlegung von Stationen. Also die Vorbereitung hat da gar nicht stattgefunden. Das haben wir auch von der Divi auch als starken Appell nach draußen gerichtet, dass wir uns schon wünschen, wir können ja auch nur wünschen. Und da sieht man schon, dass es da so unterschiedliche Ansätze gibt. Da ist die Solidarität, die Hand in der Tasche weiter entfernt von Solidarität, als man sich das wünschen würde. Und nehmen wir Amerika mit seinem System,
das ist nur ein paar Excellence, ein rein fast privates Gesundheitssystem, das zeigt ja nun gerade mal eine seiner dramatischsten Schwächen. Und deshalb muss man nochmal nach der Corona-Geschichte nochmal sehr genau in diese einzelnen Verhältnisse, privater Anteil privater Träger mit ihrem Geschäftsmodell versus Gesundheitsdaseinsvorsorge, was die Krankenhäuser ja eigentlich aus meiner Sicht wirklich bereitstellen müssen. Die viele Krankenhäuser machen das ohne Klag und Sorg, aber da haben sich private Krankenhäuser auch in der Umgebung von Heinsberg, kann ich Ihnen sagen, sehr lange, sehr stark aus dem Geschäft rausgetan und haben die Kollegen halt nicht unterstützt. Finde ich nicht gut. Ne? Hier gibt es jetzt eine Frage, die ganz konkret jetzt wieder zum Geschehen in die Kliniken führt. Rechnen Sie bald mit Engpässen bei der Versorgung von Covid-Patienten? Ich weiß nicht, wer das beantworten möchte. Also ich persönlich bin nicht entspannt, ich bin gespannt, sage ich immer. Ich bin wirklich gespannt. Wir sehen auf die Verdopplungszahlen, die sich Gott sei Dank gedehnt haben. Wir haben vor 2 Wochen noch 2, 3 Tage gehabt, da hat sich das alles verdoppelt. Jetzt sind wir bei 7, 8, 9 Tagen. Das könnte bedeuten, dass wir nicht so eine krisenhafte Überschwemmung bekommen. Die Anzahl wird dann nachher schon ähnlich sein und wird uns auch vor eine Grenze stellen, aber halt nicht so massiv auf einen Schlag. Und ich glaube, deshalb kriegen wir das auch nicht zuletzt dank dieser hervorragenden Koordination. Alle Kliniken haben da größtenteils schon mitgemacht. Im Moment wahrscheinlich. Die nächsten 5, 7 Tage werden richtig spannend werden. Ich bin gespannt, ob was am Wochenende passiert, ob wir dann plötzlich doch so einen Schwupp haben, ja, mit vielen Älteren. Herr Wieler hat ja große Angst vor den Älteren gehabt, dass da jetzt plötzlich dann doch diese Kohorte reinkommt. Herr Weber, Carsten, wie sehen Sie das in Berlin? Also wir sind in Berlin ja sozusagen vom Zeitverlauf ein bisschen später dran. Ne? Und wir sehen, wenn wir uns jetzt auch praktisch dieses Berlin-Brandenburger Netzwerk, da gucke ich jetzt auch in der Summe auf 144 Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Wir sehen eine stetige Zunahme. Wir sehen jetzt aktuell glücklicherweise keine exponentielle Zunahme, sodass wir aber, und wir sind in täglichen Konferenzen natürlich mit den Intensivstationen, ich gehe davon aus, dass es stetig wachsen wird. Wir sind soweit ganz gut vorbereitet, dass wir tatsächlich noch eine wirklich nennenswerte Menge in den vorhandenen Intensivkapazitäten aufnehmen können. Ne? Und es kommt bei uns auf die nächsten 2, 3 Wochen an. Ne? Was ist denn eigentlich mit den Nicht-Covid-Patienten? Frau Hemschemeyer, vielleicht sollte man auch noch sagen, wenn wir einen Blick ins Ausland nehmen. Also wir sehen ja, wo wir sagen, diese Verhältnisse wollen wir nicht. Wenn wir jetzt Frankreich gucken, die haben derzeit 5.500 auf den Intensivstationen. Übertragen auf unsere Bevölkerungszahl wäre das 7.000. Am dichtesten ist es jetzt in Spanien derzeit. Die haben jetzt 5.600 auf den Intensivstationen. Übertragen auf uns wären das so 11.000. Das ist noch. Also sozusagen, wenn es nicht noch mehr wird, dann kriegen wir das auch hin. Das steigt bei uns weiter an, aber es ist auch noch nicht so, dass es jenseits der bei uns vorhandenen Kapazitäten. Ja, und eins darf man ja nochmal sagen, wir haben ja derzeit deutlich mehr Intensivbetten, jetzt wo wir hier sprechen, frei, als ganz Italien überhaupt jemals an Intensivbetten hat. Die haben 5050 Intensivbetten oder was, irgendwas in der Richtung. Also mehr. Und wir haben ja schon Betten belegt. Also ich glaube mal, die Qualität, die Menge der Intensivbetten, da wird man ja nochmal später drüber reden, ist im Moment eines der vielen Komponenten gewesen, die uns im Moment wirklich gut zu Passe kommt. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss mal ganz kurz ein paar Fragen noch abarbeiten, weil unsere Zeit schwindet in atemberaubendem Tempo. Was ist mit den Nicht-Covid-Patienten? Haben wir da, also Sie sagen es, wir haben so viel intensivmedizinische Kapazitäten, dass auch die Nicht-Covid-Patienten keine Abstriche machen müssen, da gibt es auch keine Engpässe. Aus meiner Sicht im Moment nicht. Und das ist auch das, was wir auf jeden Fall gewährleisten müssen. Das ist in so einem abgestuften Konzept möglich. Und natürlich sind jetzt bestimmte elektive Dinge, verschiebbare Dinge werden nicht gemacht. Dadurch entstehen eben auch diese Kapazitäten. Aber wir haben ausreichend Kapazität und rechnen in der entsprechenden Kapazität für die Nicht-Covid-Patienten. Da ist die Versorgung gesichert. Und ganz kurz noch, weil es passt jetzt genau dazu, es gibt jetzt 2 gegensätzliche Fragen. Die einen fragen, ist es sinnvoll, Patienten aus anderen Ländern aufzunehmen? Die andere Frage ist, wenn wir so viel Kapazitäten haben, müssen wir nicht noch mehr aufnehmen?
Also ich würde sagen, aus ethisch-moralischer Pflicht etc., sobald eine Kapazität in dem Umfang vorhanden ist, ist es absolut geboten, das habe ich mehrfach betont, das zu tun. Aber natürlich immer, immer schön im Blick haben, wo wir uns hin entwickeln. Und dann, das ist ja nicht so, dass wir plötzlich 100, 200 Leute übernommen. Ich finde es nicht nur ein Akt der Solidarität, es ist sogar mandatorisch, das zu tun. Und damit machen wir uns nicht nur Freunde, damit zeigen wir tatsächlich, es wäre ja eine Katastrophe, wenn wir das nicht machen würden. Dann würden wir, also das kann man nicht machen. Es ist gut, dass das gemacht wird. Und die sind so verantwortungsvoll in Berlin, auch überall, dass sie genau gucken auf ihre Kapazität in Aachen. Das können wir uns erlauben. Und das machen wir dann auch und bieten das auch aktiv an. Finde ich super, finde ich richtig. Ja, also Die nächste dem kann ich mich nur anschließen, ganz klar. Frage geht auch an Sie, Herr Jansens, behaupte ich mal. Wird denn über die Divi auch Schutzausrüstung und Personal verteilt? Das wäre Nein. schön, ne? Sehr schön, aber ich habe vorgestern noch, darf ich vielleicht auch öffentlich sagen, nee, gestern, vorgestern Nacht noch einen Brief nochmal an Herrn Spahn geschrieben, der wirklich extrem, muss man sagen, gut mit uns wirklich kooperiert. Und den Kollegen, Herr Carstens weiß das auch, Weber Carstens weiß das auch wirklich, muss man sagen, echt uns da wirklich echt unterstützt, ja. Absolut. Nochmal darauf hingewiesen, dass wir, wenn wir schon über Verteilung reden, auch mit diesem Problem irgendwann mal uns mal Gedanken machen müssen, wie wir den zukünftigen Großwetterlagen, Großschadenslagen, da wird der Busse wahrscheinlich auch ja sagen, da müssen wir schon mal ein Konzept finden, wie wir uns das ausdenken, wer, wie, wo, was, wann lagert und wie so Verteilungen stattfinden. Jetzt im Moment ist das ja, muss man ja leider Gottes sagen, relativ unkoordiniertes Suchen nach Schutzmasken. Wenn die schon in Kenia mit 7 Millionen verloren gehen, muss man sich ja nicht wundern, dass wir hier zum Teil keine finden. Wir arbeiten von der Hand in den Mund. Lokal klappt das immer so ein bisschen, aber so eine überkoordinierende Stelle, Herr Weber-Karsten, wie sehen Sie das? Absolut. Würde man sich das mal wünschen, ja? Total. Ne? Ich sehe nicht, dass wir das jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen hinkriegen, einfach weil da auch andere Dinge zu tun sind. Aber das ist auch für die weitere Planung und wir sind nicht davor gefeit, dass wir nicht wieder auch im nächsten Winter in eine ähnliche sozusagen Welle kommen. Das war bei den Influencer, war das ja am Anfang auch so. Ist es im Übrigen in den letzten 10 Jahren immer wieder gewesen. Von daher ist das auch eine Aufgabe, die wir für die Zukunft mitnehmen müssen, dass wir solche Dinge tatsächlich koordiniert und vielleicht auch mehr zentralisiert dann zur Verfügung haben und verteilen können. Zu dem Personal kommt hier noch eine Frage. Das RKI hat geraten, das Krankenhauspersonal mit nur, also die positiv getestet wurden, nur leichte Symptome haben, weiterarbeiten können, wenn sie Covid-Patienten behandeln, ausschließlich. Was halten Sie davon? Wir haben gestern einen Oberarzt von mir, der ist dann mit leichtesten Symptomen natürlich Covid-positiv, weil er auch entsprechend Kontakt hatte. Den haben wir nach Hause geschickt, weil wir können nicht sicherstellen, dass das hier, der kann nicht jetzt punktuell nur auf Covid-Patienten, der wird durchs Haus rennen. Ich halte das für Und nur auf anderes hygienisch. Covid-Personal treffen, das geht ja auch. Absolut, genau, absolut. Ja. Das ist wirklich der Punkt. Ne? Da gehen wir einen anderen Weg in der Charité, das machen wir so nicht. Und ich glaube, das ist im Moment auch, wenn man auch im Divi-Register guckt, da gibt es auch eine Frage, wie weit ist sozusagen das Personal erschöpft oder dergleichen. Wir sehen das in keinem Bereich, ne? Dass wir im Moment sozusagen kein Personal mehr haben. Solange Ganz wir im das. Gegenteil, ganz im Ja, Gegenteil. ja. Es findet ja im Moment was statt, dass Ja. wir jetzt koordiniert sie ja auch aus den Ja. Bereichen, die nichts machen, Ganz klar. Leute jetzt rekrutieren, Pflege, Ärzte, die jetzt wirklich mit Aufgaben verteilt, wenn die jetzt nichts mit der Intensivmedizin zu tun haben, die aber den Fachleuten, den Fachpersonal den Rücken frei halten. Das funktioniert super. Das ist unglaublich, was da für eine Hilfsbereitschaft in den Häusern ist. Wahnsinn. Und das muss man natürlich lokal koordinieren. Das kann jetzt nicht irgendwie ein Bundesministerium machen. Das muss jedes Krankenhaus für sich organisieren. Das tun die auch, oder? Machen sie auch, oder? Ja, Ja. absolut, ganz, ganz klar. Und von daher ist ganz klar, wer Covid-positiv getestet ist, der geht sozusagen in die Quarantäne. Okay, super. Jetzt kommt hier nochmal die Frage, nochmal etwas eindringlicher. Wenn wir denn so viele Kapazitäten haben, warum nehmen wir denn dann nicht noch mehr Patienten aus dem Ausland auf? Ich glaube, das ist auch eine Frage der Koordination. Ich glaube, es gibt Anfragen und es passiert ja auch tatsächlich auch in Berlin, sind letztes Wochenende 6 Patienten aus Frankreich angekommen und das ist in allen Bundesländern so. Und auch das ist eine Frage der Koordination und auch die Bereitschaft ist, glaube ich, von vielen Kliniken auch so signalisiert und jetzt geht es nur darum, das irgendwie tatsächlich auf die Straße zu bringen.
Es ist ein Extrem, es ist logistisch wirklich, es ist nicht so ganz trivial. Das sind wirklich Transporte unter Hochsicherheitsbedingungen, schwerkranke Patienten, muss man ja sagen. Also da kann man mal, je nachdem, 1, 2, 3, also der Transporter, der jetzt in Norddeutschland gestern, hat Herr Gressner mir erzählt, ein Kollege aus Kiel, das war schon spektakulär, wie die da vorgegangen sind. Und das ist nicht so. Das muss dann schon Patienten sein, die wirklich da in Frage kommen. Ich glaube, die Kollegen sind da im Austausch. Das wird auch im Augenblick schon zentral koordiniert, kann ich Ihnen sagen. Es wird über die Bundeswehr zentral koordiniert. Da kommen die Anfragen rein und die werden verteilt. Also die Kollegen hat keiner Nein gesagt. Die sagt jeder, okay, Angebot, wir nehmen. Ja? Ja, definitiv. Und das muss man auch so sagen. Es gibt hier noch eine Frage, und zwar, wie aussagekräftig ist die Anzahl der Intensivpatienten für die Abschätzung des weiteren Verlaufs der Covid-Pandemie? Also sozusagen, kann man daran ablesen, haben die Kontaktbeschränkungen was genützt oder nicht? Kann man da irgendwas draus hochrechnen, Herr Busse vielleicht? Naja, also wichtiger ist, was man sehen kann, weil ja die Anzahl der Patienten auf Intensivstationen gegenüber allen Testpositiven in den Ländern extrem unterschiedlich ist, dass das insbesondere natürlich auch das Testverhalten in den Ländern widerspiegelt. Also die nur testen, die Leute, die krank werden, das sind natürlich sehr, sehr viele. Und wir sehen in Spanien zum Beispiel, sind über 50% aller Testpositiven sind derzeit stationär im Krankenhaus. Also das kann man daraus ableiten. Mhm. Und dann sieht man natürlich, dass wir, wenn wir uns mit solchen Ländern vergleichen, noch auf deutlich, also verglichen mit deren Niveau, niedrigerem Niveau befinden, weil wir halt mehr relativ Symptomarme getestet haben. Und den Verlauf kann man dann hochrechnen. Also dann natürlich, wir berechnen zum Beispiel, wie viele durchschnittliche Intensivtage auf jeden neu erkrankten Fall entfallen. Und auch da sehen wir so Unterschiede. Das geht so von Norwegen 0,3 ungefähr bis Niederlande 0,8. Also in Niederlanden ist sozusagen so, jeder neue testpositive Fall löst 0,8 Intensivtage aus. Wir sind da deutlich niedriger, weil wir eben mehr Testpositive haben, die keine Intensivtage brauchen. Aber zur Vorhersage kann man das benutzen. Und eins muss man ja sagen, Sie sehen das deutlich, das ist ganz entscheidend. Die Anzahl der Testungen der Population korreliert offensichtlich eindeutig mit der Letalität insgesamt. Ist doch klar, die Koreaner, die haben eine Massentestung durchgeführt, alle abgetrennt, dann haben die noch Smartphones gehabt, da haben die wirklich ein Containment gehabt, was relativ rasch gegriffen hat, und dadurch haben die entschleunigt und haben damit auch diese Krankenhausfälle verhindert, weil die viel, 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 viel früher viel weniger Leute in der Infektionskette hatten. Ja? Wenn ich nicht teste, rennen die alle asymptomatisch rum und stecken eine den anderen an. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, im Moment greift das schon, und ich glaube, wir werden durch dieses Kontaktierungsverbot eine Abflachung der Anstiegssteilheit haben, und das wird uns nicht in der Gesamtzahl helfen, aber doch in der Bewältigung der Krankheitsfälle. Ja. Und Herr Busse, mich würde mal interessieren, wie schätzen Sie denn die Qualität der ambulanten Medizin in Deutschland ein? Die spielt doch auch eine wichtige Rolle doch für die frühe Erkennung und Management dieser Patienten. Und wie sehen Sie das im Vergleich zu anderen Ländern? Ganz klar, obwohl auch da waren wir, hat es ja ein bisschen gedauert, bis wir uns da organisiert haben. Also ich sehe jetzt wieder beim Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, die haben nicht nur diese 4 Cluster, wo jeweils ein Krankenhaus ist, sondern die KV betreibt in jedem der 4 Cluster auch ein großes Testzentrum. Das hat ein bisschen gedauert, dass wir sozusagen auch außerhalb der Krankenhäuser ja Kapazitäten machen und den Bürgern sagen, gehen Sie erst da und dahin. Auch da hätten wir zügiger sein können, weil auch da natürlich die Vielzahl der Arztpraxen in Deutschland am Anfang ein bisschen zur Verwirrung beigetragen hat, wo jetzt der einzelne Bürger hingehen soll. Aber auch da sind wir ja, machen da guten Fortschritt. Ja. Ich glaube, Herr Busse, wir sind ein bisschen abgehängt. Ja. Sie sind auch da, ich bin auch noch da. Frau Hempfelmeier, sind Sie noch da? Nee, ist im Moment auch nicht mehr da, wird verbunden. Ich glaube, wir sind ja auch mit der Zeit sozusagen durch und am Ende. Und ich bin sozusagen auf dem Absprung in die nächste Konferenz hinsichtlich des Registers. Ne? Das ist jetzt ein bisschen schade, aber wie wollen wir es machen? Ich glaube, wir können an dieser Stelle dann uns auch zurückziehen. Oder? Ja.
denke auch, also ich danke den beteiligten Journalisten. Ich denke, Frau Henschemeier hätte jetzt gesagt, das wird alles auch aufgezeichnet. Man kann das alles nachlesen. Es wird versendet. Und natürlich sind wir auch im Nachgang zu Fragen bereit. Die auf jeden Fall. Ne? Sehr gerne. Ne? Alles klar. Vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen zusammen. Ne? Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.